Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hören und Fühlen. In den letzten Wochen hatte ich sehr viele Rückfragen und ganz, ganz viele tolle Gespräche mit Musikliebhaberinnen, die gesagt haben, naja, so Tonabnehmer und ich hätte ja den Phonophor-Verstärker auch in der Röhrentechnik vorgestellt. Und der Tonabnehmer und die Tonabnehmerfrage ist immer sicherlich eine, der man sich irgendwann stellen muss, wenn man im Analogen sich so ein bisschen weiter voranbewegen will. Diejenigen unter Ihnen, die meine Testvergangenheit in den HiFi-Magazinen kennen, wissen, dass ich schon seit vielen, vielen Jahren tatsächlich nur mit einem Ortofon SPU höre, mit dem Klassiker, nämlich dem Klassik GE MK2. Und deswegen hat es mich natürlich gefreut, wenn Ortofon jetzt auch neue, günstigere SPU-Tondosen auf den Markt bringt. Nun ist das natürlich nicht so das allgemein Übliche. Wir haben hier zwei Versionen, die Ortofon jetzt schon länger auf dem Markt hat. Die Hashtag 1E und Hashtag 1S, also ich lasse den Hashtag mal weg, so ein Doppelkreuz, das scheint Marketinginstrument zu sein, erschließt sich mir nicht. Also wir nennen das mal 1E und 1S. Wo der Unterschied ist, sage ich gleich. Die beiden Systeme sind wesentlich günstiger als der Einstieg in die klassische Oberliga der SPU-Tondosen. Aber ich würde gerne ein bisschen was dazu sagen. Der Hintergrund ist ja der, dass 1958 ungefähr die Stereo-Schallplatten tatsächlich Einzug gehalten haben, die Stereophonie auf den Markt kam. Und Ortofon hat relativ schnell reagiert und hat dann Ende 58, Anfang 1959 die SPU-Tondosen, die Stereo-Pickups auf den Markt gebracht. Damals im Wesentlichen eigentlich für Tonstudios, für Sendestudios konzipiert, um halt eben auch eine entsprechende Abtastsicherheit für das neue Medium der Stereo-Schallplatte zu ermöglichen. Und tatsächlich, es ist wirklich heute noch immer so, dass diese Tondosen, die man so nennt, die aufgrund der klassischen, ja, dem klassischen Bau des Tonabnehmers natürlich, die meisten sind heutzutage relativ frei einsehbar. Und hier haben wir diese klassische Tondose aus dem Holz-Resin-Gemisch. Und die sind tatsächlich heute noch im Wesentlichen gleich geblieben. Die Gehäuse sind heute natürlich in der Form nicht mehr aus Bakelit, wie es früher mal war, sondern wie gesagt aus Holzresin. Aber auch das ist eine Möglichkeit sicherlich, die man klanglich akzeptieren kann. Aber es ist schon ein prägnantes Stilelement und natürlich braucht man den klassischen SME-Bajonettanschluss. Aber das ist ja heute kein Problem, insbesondere weil viele Leute ja auch historische, also eher ältere Tonarme damit fahren. Ja, der Tonarm ist das Erste, was wir hier als Anforderungsprofil sehen, denn die SPU-Tondosen sind nicht ohne. Das hat verschiedene Gründe, die ich jetzt mal so einzeln abarbeiten möchte, für die es vielleicht noch nicht so kennen. Also das kleine Schätzchen hier wiegt 30 Gramm und ist damit also ein Brocken im Sinne des Tonabnehmerbaus, wo wir auch 4, 5, 6 Gramm schwere Tonabnehmer am Markt haben. Das heißt, Folgendes, wir brauchen zum einen einen Tonarm, der in der Lage ist, das auszubalancieren. Das heißt, die Gewichte müssen dementsprechend sein. Aber wir brauchen zu den 30 Gramm nämlich noch aufgrund einer sehr, sehr geringen Nadelnachgiebigkeit von nur 10 Mikrometer pro Millinewton, haben wir auch noch die Situation, dass der Tonabnehmer im Grunde genommen sehr relativ starr auf der Platte seinen Dienst tut. Und was das bedeutet, hatte ich ja in meinem Video zu der PureSound Phonophor-Verstärkerstufe nochmal ausführlich dargestellt, welche tatsächlichen Kräfte da bei dem Abtastvorgang entstehen oder auch physikalisch nachweisbar sind. Das ist schon irre. Und wegen dieser geringen Nachgiebigkeit in Beziehung mit dem hohen Eigengewicht brauchen wir also einen Tonarm, ja, man sagt so den mittelschweren bis schweren. Mittelschwer ist so ungefähr 14 bis 18 Gramm, also das würde ich schon als unterste Grenze ansehen. Aber da kann man schon mit arbeiten, wenn man auf diese 18 Gramm zugeht. Plus die Möglichkeit, mit einem entsprechenden Gewicht oder Zusatzgewichten den Tonarm entsprechend so auszubalancieren, dass das System zum einen aufgrund der niedrigen Nadelnachgiebigkeit in die Rille entsprechend vernünftig eintauchen kann, aber auch ausbalanciert werden kann. Ja, das ist nicht so einfach und viele 9 Zoll Tonarme, 10 Zoll oder auch der berühmte 12 Zoll Tonarm, der hier gerne genommen wird,
Also ich würde nicht sagen, dass da hier wirklich so eine eindeutige Ja-Nein-Entscheidung besteht. Im Gegenteil. Viele, auch Freunde mit klassischen Systemen, arbeiten mit einem 9,0 Zoll Tonarm mit zusätzlichen Gewichten. Ein SME 3009 habe ich selbst mit zusätzlichen Gewichten, ist da tatsächlich in der Lage, das System ordentlich zu führen. 12 Zoll Tonarme sind nicht per se dazu geeignet, auch da ein bisschen vorsichtig, denn zum einen sind die von dem Eigengewicht gar nicht immer so ausgelegt, auch für schwerere Systeme. Das kann man aber einfacher handhaben und in der Regel gibt es dort schwerere Gewichte, die man dann entsprechend zum Ausbalancieren nutzen kann. Aber vorsichtig, viele dieser längeren Tonarme sind erstmal vom Eigengewicht selbst, des gesamten Tonarms, tatsächlich so hoch, dass sie zum Beispiel auf Subchassis-Laufwerken gar nicht so ideal laufen könnten unter Umständen. Und zum anderen brauchen sie Platz. Und das würde ich nicht unterschätzen. Das heißt, wenn die Geometrie hier zum Mittelpunkt des Plattenspielers, also zum Dorn, nicht stimmt, kann das eher nach hinten losgehen. Also so eine pauschale Empfehlung, 12 Zoll plus SME gleich toll, die sehe ich nicht. Nein, es gibt auch sehr, sehr schöne 9 Zoll Tonarme, mit denen man hier arbeiten kann. Ich möchte auch nochmal aus aktuellen Produktionen natürlich die wunderbaren Schicktonarme nennen, die tatsächlich auch in beiden Versionen verfügbar sind und tatsächlich auch in der 9 Zoll Version sehr, sehr genau darauf abgestimmt sind, einen SPU tatsächlich ideal zu führen. Also, das ist machbar, damit muss man sich ja beschäftigen. Also, ein SPU mal eben auf seinen alten Toren zu schrauben, um mal zu schauen, wie es funktioniert, das könnte nicht zu den idealen Ergebnissen führen. Wir haben noch eine Situation, die man bedenken muss, nämlich wir haben eine sehr geringe Quellimpedanz, wir haben sehr niederohmige Systeme und wir haben in der Regel bei den klassischen SPU-Systemen eine Ausgangsspannung von 0,2 Millivolt. Die beiden 1E, 1S haben sogar im Grunde genommen im aktuellen Status, was ich nachgesehen habe, 0,18 Millivolt und sind damit wirklich leise. Das bedeutet auch, wir brauchen eine doch erhebliche Verstärkung. Und diese Verstärkung stellt eine Aufgabe dar. Das ist kein Problem, denn das kann man lösen. Entweder mit einer aktiven MC-Vorstufe, die tatsächlich in der Lage ist, so leise Tonabnehmen auch tatsächlich auf einen vernünftigen Level zu bringen. Das führt ab und zu aber dann doch, gerade bei günstigeren klassischen Transistorlösungen, zu einem erhöhten Rauschen. Oder aber man fährt die Situation klassisch, wie es auch eigentlich geplant war und wie es auch damals im situativen und normativen Kontext richtig war, nämlich tatsächlich auch zu sagen, ja, wir haben hier einen tatsächlichen alten Übertrager. Wir gucken, dass wir einen für ein SPU ausgelegten Übertrager, auch da sind ja die entsprechenden Ohm-Angaben zu beachten. Aber darauf komme ich später nochmal, weil ich auch eine Sendung über Übertrager nochmal separat machen möchte. Das heißt, für mich ist die klassische Version SPU mit Übertrager, mit in der Regel MM-Vorstufe, dann zum Beispiel auch im Röhrendesign, ein sehr stimmiges Konzept. Und die Pure Sound, die ich ja schon mehrmals erwähnt habe und die sehr viele von Ihnen mittlerweile sich auch zugelegt haben und auch dank des Feedbacks mir auch gesagt haben, wie gut das ist und wie schön das auch für Sie in der Vorstellung ihrer musikalischen Umsetzung ist. Ich bin da sehr glücklich drüber, auch dieses Feedback zu bekommen. Also gerade diese Kombination ist wirklich sehr, sehr sinnvoll und macht auch Sinn. Und sie ist auch in dem historischen Kontext gewollt. Und man kann das Klangideal auch ein bisschen besser und entsprechend nachvollziehbar machen. Wieso das so ist, das ist noch eine andere Frage. Denn man muss ja überlegen, damals fing man ja erst an. Und da hatte man ein Ideal, da hatte man eine Klangvorstellung. Die muss nicht jedem entsprechen. Wie immer soll jeder das tun, was er für richtig hält. Und viele Moden im Bereich der Tonabnehmer, die kann man sich im Grunde genommen schenken. Es gab eine Zeit lang so eine Welle aus dem asiatischen Raum, wo man wirklich Tonabnehmer auf den Markt gebracht hat, die so dermaßen analytisch klingen. Wer das mag, okay. Aber dieses, ich habe hier noch was gehört, ich habe da noch was gehört und wie toll das alles ist, ist auch eine Sache, die einen sehr belasten kann. Sie kennen das vielleicht von Lautsprechern, die ein unglaubliches Tieftonfundament haben und einen glockenklaren Hochton Bereich sind die ersten, die nach 6 Monaten wieder in den Gebrauchtmärkten auftauchen, weil sie irgendwann beginnen, einen zu überfordern. Und es gibt ja nicht nur japanische Röhrengurus, die sagen, die Musik spielt in der Mitte. Und da ist ja auch unsere menschliche Stimme angesiedelt. Und es gibt auch heute noch wunderbare japanische Tonabnehmer, besonders einer Firma, die tatsächlich sich aus dem Mittenbereich heraus entwickeln. Und der leider verstorbene Entwickler dieser Tonabnehmer
war SPU-Fan und hat damit auch begonnen, die zu analysieren, was ist damit, wie kann man das verbessern. Zurück zu unserem. Also, wir haben gerade festgestellt, wir brauchen eine hohe Auflagekraft aufgrund der geringen Nadelnachgiebigkeit. Wir müssen einen Tonarm haben, der aufgrund seiner Eigengewichtssituation als auch durch das Gewicht zum Ausbalancieren in der Lage sein muss, den Tonabnehmer zu führen, sicher zu führen. Und wir haben die Möglichkeit oder die Anforderung aufgrund der geringen Ausgangsspannung entsprechend mit aktiven Transistorvorstufen oder wie ich es auch empfehle und was auch finanziell umsetzbar ist und auch in dem Rahmen der beiden Preise hier passt, tatsächlich auch mit einem Übertrager zu arbeiten. Einen besonderen werde ich schon zeitnah vorstellen, der speziell für die SPU-Tondosen entwickelt wurde. Ja, jetzt kommen wir zu zwei wichtigen Fakten. Was kosten die neuen SPU? Ja, das 1S, die einfache mit dem sphärischen Nadelschliff, liegt bei 575 aktuell im Verkaufspreis, in der unverbindlichen Preisempfehlung. Und die 1E-Version liegt bei 625. Warum E, warum S? Auch das ist einfach zu erklären. Es ist ein sphärischer Nadelschliff, also ein klassischer runder Nadelschliff und entspricht auch ein bisschen so den älteren ersten Schliffen, die damals auch favorisiert wurden. Und deswegen ist es auch heute noch, dass der S-Schliff für viele, die gerade auch Schallplatten aus den 60er, 70er Jahren sammeln, auch die erste Wahl, auch in den höheren Bereichen der Angebote am Markt. Die E-Version hat einen elliptischen Nadelschliff und kommt damit schon ein bisschen eher den Voraussetzungen des Abtastvorgangs in der Rille näher. Wie gesagt, darauf bin ich schon mal eingegangen in meinem anderen Video und vielleicht sollten wir dazu auch noch mal was machen. Erstmal hier nicht. Wo ist der Unterschied klanglich zwischen den beiden? Nun, das ist relativ einfach. Wie gesagt, die S-Version mit der sphärischen Nadel spricht ein bisschen mehr so den Menschen an, der in dem Rock, der in dem Pop, in dem klassischen Bereich der 60er, 70er Jahre angesiedelt ist. Und tatsächlich, dieses System ist auch in der Lage, nicht unbedingt hundertprozentig perfekte Aufnahmen wirklich wunderbar hörbar zu machen. Wie das klingt, sage ich gleich auch. Die E-Version meiner Meinung nach ist in allem etwas mehr so den heutigen Hörgewohnheiten angepasst. Man hat meiner Meinung nach mehr Details, ohne jetzt zu sezieren. Man hat viel mehr Rauminformationen, ohne aber diesen Drive und diese Wärme und diese innere Dynamik der SPU, die sie alle haben tatsächlich, wirklich zu beeinträchtigen negativ. Sie merken vielleicht, ich habe so ein bisschen meinen Blick auf das 1E geworfen, weil ich natürlich auch als GE in der Klassikversion auch mit dem etwas teureren System, auch in der elliptischen Nadel, arbeite und damit sehr, sehr zufrieden Musik höre und ehrlich gesagt auch keinerlei Veranlassung sehe, dieses System irgendwann mal zu wechseln. Allerdings müssen wir hier einen Unterschied ganz klar sagen, denn die aktuellen Versionen, also die 1E und 1S Versionen, arbeiten jeweils mit Diamanten, die, man nennt das bonded oder getippt, die quasi geklebt sind. Und es ist unterschiedlich, es gibt unterschiedliche Versionen, es gibt Splitter, die geklebt sind auf den Nadelträger, auf diese Röhrchen oder auch im Grunde genommen kleinere Diamantenspitzen, die unabhängig mal vom Schliff dann auf den Träger aufgebracht werden durch solche kleinen Stützpunkte, sieht aus wie so ein Lötstützpunkt. Man kann das mit einer Lupe sehen, ist auch gar nicht uninteressant. Das ist jetzt nicht unbedingt ein negatives Kriterium, aber das ist tatsächlich in der Umsetzung günstiger. Und die größere Version, also auch das Classic, das SPU Classic GE MK2, hat das nicht mehr, das hat einen sogenannten nackten Diamanten. Und das bedeutet, dass der Diamant tatsächlich in der Regel auch längeren, größeren Versionen tatsächlich direkt auf den Nadelträger, in der Regel in Aluminiumröhrchen, bei teuren Systemen gibt es auch ein Bohr oder sogar Diamant, aufgebracht bzw. sogar eingebracht ist. Der Vorteil tatsächlich, und da werden mir, glaube ich, viele zustimmen, der nackten Diamanten ist tatsächlich, dass sie wesentlich länger haltbar sind. Das ist von vielen so bestätigt worden. Natürlich ist es immer schwierig, jetzt so eine Behauptung da in den Raum zu stellen, aber das ist, wenn man mit Leuten spricht, ist das schon so. Und je teurer ein Tonabnehmer ist, desto eher ist man darin, dass man halt eben nackte Tonabnehmer
in dem Bereich der Diamanten verwendet. Aber das Interessante daran ist natürlich noch etwas anderes, denn wir haben die Situation, dass die Kristallinstrukturen der Diamanten bei den Splittern, die aufgeklebt werden, in einer ganz anderen Form anzusetzen sind, als wenn man zum Beispiel jetzt einen klassischen Diamanten hat, den man hat als im Grunde genommen kleinen, minimal kleinen Stein, den man dann schleifen kann. Und das kann man bei kleineren, je kleiner der Wert oder auch bei einem Splitter, nämlich nicht vorsehen. Und diese Kristallgitter, die kann man im Grunde genommen steuern und damit einen Abtastvorgang schon in eine Richtung bringen. Das sind Nuancen, da bin ich ganz klar bei Ihnen. Aber wenn ich den 1E zu meinem Classic GEMK2 sehe, muss ich sagen, gehen beide in die richtige Richtung, gehen beide auch in die gleiche Richtung. Aber das Classic GEMK2 hat mehr von alledem, ohne dass es jetzt übertrieben klingen mag. Und das ist natürlich auch eine Situation, die man berücksichtigen muss, denn, und da ist für mich so ein kleiner Aspekt mit drin, das GEMK2, das Classic gegenüber dem 1E, in der jetzt Einsteigerversion kostet, ich glaube, rund 425 Euro mehr. Also rund 400 Euro mehr. Das GE, das Classic, kann aber auch getippt werden, das kann erneuert werden. Das liegt aktuell, glaube ich, bei 455 Euro laut Angaben von Orthofon. Das heißt, man schickt das System ein, wenn es nicht mehr dem Maße entspricht, wie ich mir das vorstelle. Dann werden Nadelträger, Diamant und Generator ausgetauscht. Man kriegt das System wieder und diese Form der Nachhaltigkeit gefällt mir, das mag ich. Und deswegen jetzt zum Klanglichen nochmal. Wir haben beim S die gesamten dem SPU unterstellten, positiv unterstellten Voraussetzungen tatsächlich schon. Wir haben eine in sich unglaubliche Dynamik. Wir haben eine Betonung des Mittenbereichs, ohne den Tieftonbereich oder den Hochtonbereich zu vernachlässigen. Ja, also da fehlt nichts. Das ist auch so ein Argument, was mich rasend macht. Das habe ich auch schon mal in einem Test in einem Magazin deutlich gemacht. Dass man nämlich sagen muss, ja, hier wird ein Schwerpunkt gesetzt, aber ohne etwas anderes dafür zu opfern. Und diese Wärme, diese unglaubliche Harmonie, die ein SPU in tatsächlich allen Erscheinungsformen, die es aktuell auf dem Markt gibt, übrigens auch im Monobereich, sehr, sehr tolle Systeme am Markt, sind in der Lage, einen Langzeitgenuss zu erzeugen. Und das können 1S und 1E mit diesen Einsteigerpreisen 575 fürs S und 625 fürs E auch schon erreichen. Das heißt, man kann tatsächlich damit in die SPU-Welt eintreten. Und zwar auch so, dass man sagen kann, das ist jetzt nicht so dieser Einsteigeraspekt und es geht alles noch viel besser. Nein, damit kann man wunderbar leben. Mir würde das die E-Version besser als die S-Version liegen eher von meinem musikalischen Schwerpunkt her. Ich würde das S aber nicht als schlechter bezeichnen. Ich würde das E vielleicht als etwas stimmiger für meine Voraussetzung bezeichnen. Aber wie gesagt, das hängt ein bisschen von Ihrem musikalischen Geschmack ab. Wie ist aber der Vergleich zwischen dem 1E, weil ich ja die E-Version mit dem elliptischen Nadelschlitz besser kenne, zu dem Classic GE-Modell? Und da muss ich sagen, da bin ich so hin und her gerissen. Also zum einen das Argument Haltbarkeit durch den nackten Diamanten bei der Classic GE-Version gegenüber dem geklebten, den wir hier in der Form haben, der jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt schlechter sein muss, ob die Haltbarkeit tatsächlich so viel länger ist bei dem nackten Diamanten, das mag dahingestellt sein. Die Erfahrungen aller Analoghörer bestätigen das in der Regel schon. Lassen wir es einfach mal so stehen. Die Möglichkeit, das GE, das Classic, auch zu erneuern bei einer gewissen Form der Abnutzung, mit der Möglichkeit, wirklich Diamant, Träger und Generator erneuert zu bekommen und für einen Preis von 455 Euro aktuell. Das ist für mich so ein Nachhaltigkeitsgedanke, das ist für mich auch ein Gedanke, wo ich sage, naja, es ist noch ein Tacken obendrauf. Alles, was das E vom S unterscheidet, alles, was das E in die Richtung der vielleicht mehr Details, ohne wie gesagt so dieses Sezieren einiger anderer Tonabnehmer am Markt durchzuführen, wird vom Classic GE nochmal harmonischer und, ja, ich möchte das Bild wirklich sagen, runder umgesetzt. Und das
wäre es mir persönlich wert, weil es nun mal bei jeder Platte, bei jedem Abspielvorgang mir diesen Vorteil bringt. Und damit hätte ich im Grunde genommen, wenn die längere Haltbarkeit dabei ist und ich die Wirtschaftlichkeit dabei sehe und ich die Möglichkeit habe, für im Vergleich relativ wenig Geld, das GE MK2 liegt bei 1050 aktuell unverbindlicher Preisempfehlung, für 455 das quasi wieder in den Neuzustand zu versetzen, muss ich sagen, würde ich persönlich tatsächlich zum Classic GE MK2 mich entschließen, das zu kaufen. Und das ist ja auch gut, ich habe sie auch. Aber dennoch, noch einmal, diese beiden Systeme bieten die Möglichkeit, tatsächlich in die SPU-Welt einzusteigen, ohne ja, im Grunde genommen diesen Nachteil zu empfinden oder empfinden zu müssen, ich habe hier nur so irgendwas, was so eine Billigversion ist. Das sind sie nicht, ganz klar. Ja. Im Bereich der Bonded-Nadel, im Bereich zu dem oder im Vergleich zu den geklebten oder auch dem nackten Diamanten der besseren Version, ja, das ist günstiger, aber nun, das ist nun mal so. Ne? Ich meine, da müssen wir auch ehrlich sein, keiner kann hier zaubern, zumal dann ja auch diese Rangfolge im System ja schon komplett durcheinander gewirbelt wird. Die beiden kommen sich sehr nahe, das 1S zu dem klassischen. 1S konnte ich nicht direkt vergleichen. Wie gesagt, für den, der den Schwerpunkt in den Schallplatten, auch in der Musikrichtung so ein bisschen, auch in dem Rock, im Pop, im Blues-Bereich, im Jazz-Bereich der 60er, 70er Jahre hat, kann mit dem S vielleicht genau seine Klangideale wirklich verwirklicht sehen. Für die Menschen, die vielleicht so ein bisschen noch diesem analytischeren Denken nachhängen, ist die E-Version ein guter Mittelweg und man kann damit wirklich wunderbar leben. Für knapp 600 Euro kann man in die große Welt der SPU-Tondosen einsteigen. Und wie gesagt, es gibt viele, viele, viele Liebhaber weltweit, die einmal SPU gehört, nie wieder was anderes hören. Was aber nicht heißt, dass es nichts anderes gibt. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen, denn ich finde auch 1000 Euro für das GE MK2, für das Classic-SPU-System schon sehr viel Geld. Aber wenn man überlegt, wie lange das hält, wie viel Spaß es einbringt und wie viel Genuss es einbringt, kann ich damit gut leben. Ja, das war es eigentlich schon wieder heute von mir. Ich habe ja versprochen, dass ich noch einen Übertrager teste. Der ist gerade bei mir in der Testanlage. Ein für den SPU Tonabnehmer für die Tondose speziell entwickelten Übertrager, der entsprechend auch die Voraussetzungen ideal umsetzt, um sie weiter an die Anlage weiterzugeben. Das werde ich Ihnen bald vorstellen und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Musik. Machen Sie es gut!